bleiben. Den Boden. Guter Schuss. Mann, verstanden. Nehme Deckung. Die Berserker haben wir im Griff, aber die fremde Spezialeinheit greift immer noch an. Ich wiederhole, sie greift immer noch an. Alles klar. So, nächster bitte. Ach man. Jetzt siehst du mich. Tarne mich. Jutima. Gibt es noch irgendwas hier zu klauen? Nö. Alle Männer müssen aus den Labors abgezogen werden, um hier mitzukämpfen. Jede Ebene, jeder Außenposten. Bewegung! Und mein Gott, so lange nicht mehr spielt. Was soll das heißen, Chizor? Hält die Max zurück. Wenn wir hier keine Verstärkung kriegen, verliert sie ihr Spielzeug komplett. Handdressung. Frag mir echt hier, wo die inne Tür ist. Mal abgesehen, dass einige DLCs nicht funktionieren. Dass man die Kazumi anders aussehen verpassen kann. Ich bin dabei. Natürlich. Sie sind dabei. Ist doch alles dasselbe. Nett. Gehe auf Tauchstation. Bis den Boden. Ah.
Oh, hört doch mal auf, so rumzuwatscheln. Oh, oh. Geh auf Tauchstation. Verstanden. Gut gemacht. Das wird ein harter Treffer. Werde den Schuss ausführen. Oh, du bist auch weg vom Fenster. Guter Schuss. Das müsste sie ausbremsen. Ach Mensch, wo bist du? Na komm. Nö. Ah doch. So, da waren alle Gegner. Das liegt daran, dass Kazumi wieder lebt. Kameras abgeschaltet, sobald ich gesehen habe, dass sie es sind. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, dass sie den Laden hier zerlegen. Tut mir leid, Rana Thanoptis. Sie haben mich gehen lassen, als sie Sarens Labor auf Vermeier zerstört haben. Ich musste in einer Wartungskapsel einer Atomexplosion entkommen, aber trotzdem ist es für mich eine zweite Chance. Ich nehme an, Sie haben einen guten Grund für Ihre Anwesenheit in diesem Labor. Keine Sorge, ich nutze die Chance, die Sie mir gegeben haben. Meine Arbeit hier ist rein wohltätig. Nicht für die Söldner. Jador hat ganz normale Allmachtsfantasien. Aber Okea will wirklich etwas Gutes bewirken, das weiß ich. Auch wenn seine Methoden ein wenig extrem sind. Jeder verdient eine zweite Chance. Das stimmt doch. Und manchmal lohnt es sich eben. Ich kümmere mich um meine Schulden. Was hat Okea hier vor? Es ist kompliziert. Er hat einen Befehl von Jador, der Anführerin der Söldner, eine private Armee herzustellen.
Ich bin nicht sicher, ob sie weiß, was sie damit anfangen sollte. Okia beachtet sie eigentlich gar nicht. Okia verfolgt seine eigenen Ziele. Ich habe für die Tankzüchtungen eine Ausbildungsroutine entwickelt, aber die meisten durchlaufen nicht mal einen Bruchteil davon. Er lässt sie vorher fallen. Wonach er auch sucht, es ist kein Heilmittel und es ist auch kein Zahlenmaterial. Sie an einem Ort wie diesem zu finden, lässt mich glauben, dass es ein Fehler war, sie gehen zu lassen. Und das wollen sie doch nicht. Darin sind wir uns einig. Keine Sorge, ich habe vor, von allem, was sie tun, größtmöglichen Abstand zu halten. Wenn sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern überstürzt davonrennen, bevor sie hier alles in die Luft sprengen. Ich kenne doch ihre Methoden. Das war doch ganz nett. Für eine verrückte Wissenschaftlerin, die ihre Moral verkauft. Jo. So. Hacken starten. Zack. Moment, die Tür habe ich aber nicht gefunden. Scheiße. Meine Fresse. Das sieht interessant aus. Na bitte. Geht doch. Untersuchen. Verschlossen. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Ich nehme an, Sie sind Okia. Sie wirken auf mich weder wie ein Gefangener, noch wie jemand, der sich über meine Ankunft freut. Sie mögen behaupten, hier Hilfe leisten zu wollen. Aber der bis vor kurzem verstorbene Shepard ist kein Vorzeichen sanfter Veränderung. Überrascht? Alle Kroganer kennen sie. Rana hat sie mit Sicherheit bereits an ihre Aktion auf Wörmeier erinnert. Ich habe ja noch nie mal gefunden. Sie sind sicher begierig darauf, das Ganze nochmal zu erzählen. Was für eine Geschichte. Zaren, ein Abtrünniger des Spectres, droht damit, die Genophage zu heilen, was zur Rückkehr der Kroganer-Horde führen und den sanften Genozid der Turianer und Salarianer beenden würde. Aber bevor Zaren seine gewaltigen Truppen losschicken kann, kommt Shepard angeritten und feiert im nuklearen Feuer den Sieg. Der Teil gefällt mir besonders. So bedeutsam. Sie sind sicher begierig darauf, das Ganze nochmal zu erzählen. Okay. Was? Aber bevor Zaren seine gewaltigen Truppen losschicken kann, kommt Shepard angeritten. Okay, da war dann die blaue. Den Sieg. Die Arena oder so. So bedeutsam. Ich hatte nicht viel Spielraum für Raffinesse. Hätte es eine andere Lösung gegeben, hätte ich sie in Erwägung gezogen. Ich stimme Ihnen zu. Zarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass sie mich von hier wegbringen. Wir sind wegen der Kollektoren hier, nicht wegen ihrer Probleme. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen.
Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Ihre Suche nach dem perfekten Soldaten hat zu zahlreichen Fehlschlägen geführt. Ist Ihnen das alles völlig egal? Es waren keine Fehlschläge. Meine Abfallprojekte sind genau das, was Jedor wollte. Sie kann nur mangels Führungsqualitäten nichts damit anfangen. Sie sind stark, gesund und für mich völlig nutzlos. Ich brauche Perfektion. Und wenn vorher ein paar tausend Ausschussexemplare herauskommen, dann ist das eben so. Meine Arbeit wird die Kroganer zu reinen Wesen machen. Wir werden nicht wiederhergestellt. Wir werden erneuert. Weil die Kroganer, Frau, die habe ich nie gefunden. Wie sie existiert da auch irgendwo, die habe ich nie gefunden. Hinter auch so eine Tür, die man hacken muss. Ich dachte, die Kroganer wollten wieder die Stärke erlangen, mit der sie früher die Galaxie bedroht haben. Das wird nicht nötig sein. Mein Soldat ist eine Schablone und damit eine größere Bedrohung als alle potenziellen Brüder, die an seiner Seite marschiert wären. Die Galaxie weist noch immer die Narben der Horde auf. Aber sie muss erst lernen, ihre Lanze zu fürchten. Was haben Sie von den Kollektoren bekommen? Ich brauche alle Informationen, die Sie haben. Sie sind seltsam. So isoliert und doch so verfügbar, wenn man ausreichend große Opfer bringt. Ich habe Ihnen viele Kroganer gegeben. Ich habe vielleicht Informationen für Sie. Aber die ganze Tech steckt in meinem Prototypen. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie man sie einsetzt, ohne das Versuchsobjekt umzubringen. Die Todesfälle waren bedauerlich, aber ich muss nur ein einziges Mal Erfolg haben, um den Prozess in Gang zu setzen. Sie wollen die Genophage also nicht heilen? Entgegen der Behauptung von Überlebenden führt die Genophage nicht zu starken Kroganern. Sie filtert nur eine einzige Eigenschaft heraus, nämlich die Fähigkeit, die Genophage zu überleben. Selbst bei 1000 Totgeburten bleiben noch zu viele schwache Nachkommen am Leben. Jeder Überlebende gilt heute als wertvoll. Das hat zu mehr Problemen geführt als alle Tests der Menschen an uns zusammen. Ich sage, lasst uns Träger der Genophage bleiben. Sollen noch Tausende sterben? Wir werden das alles überwinden, indem wir auf den Berg der Leichen unseres Volkes steigen. So handeln echte Kroganer. Ihre Methoden sind extrem, aber Sie wissen, wie man eine Bedrohung analysiert. Werden Sie uns helfen? Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Achtung, ich habe die befreiten Kroganer geortet. Es ist natürlich auch hier. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Sie könnten von vorne anfangen, wie sie es auch vorhat. Wo ist das Problem? Dieser Tank ist rein. All die Versuche und Daten haben dazu geführt. Er lässt sich durch einen Neubeginn nicht reproduzieren. Er muss das hier überstehen. Jedor wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Oh, dann machen wir mal. Nein.
Na. Wir wurden entdeckt. Das müsste Ihre Panzerung durchdringen. So. Die schalten wir anders aus mit der Bogenkanone. Alarm im Labor. Was macht der Kroganer da oben los? Shepard.